Ich bin Lena und mache gerade eine duale Ausbildung für praktische Informatik. Das heißt, ich bin an der dualen Hochschule, aber auch gleichzeitig im Unternehmen tätig. In meiner Ausbildung lerne ich vor allem logisch zu denken, verschiedene Programmiersprachen, Programmarchitekturen und natürlich ein Programm effizient aufzubauen. Man sollte auf jeden Fall Spaß am logischen Denken haben und auch sehr kreativ sein, denn beim Programmieren muss man natürlich eigene Konzepte entwerfen und eigene Programme schreiben. Meine Lieblingsschulfächer waren auf jeden Fall Informatik und natürlich Mathematik. Ein typischer Arbeitstag fängt bei mir ca. um 8 Uhr bei mir im Unternehmen an. Dann geht es natürlich ans Programmieren. Manchmal habe ich am Nachmittag ein paar Schulungen und was ganz wichtig nicht fehlen darf, ist das alltägliche Billardspielen. Ich verbringe 3 Monate in meiner Ausbildungsstätte und 3 Monate in der dualen Hochschule und das im Wechsel für 3 Jahre. Ich kann später in verschiedenen Unternehmen tätig werden, in reinen Softwareentwicklerunternehmen, aber auch in Unternehmen, die Hardware programmieren. Ich würde den Beruf auf jeden Fall nochmal auswählen, weil man nicht nur vor dem Computer sitzt als Informatiker, sondern sehr viel mit seinen Kollegen zu tun hat und selbst kreativ werden kann.